Sind die AirPods Pro jetzt Pro und ihr Geld wert? Hallo Leute und willkommen hier bei Me AppleCat und zu meinem Review der Apple AirPods Pro. Ich habe die jetzt seit Montag, heute ist Samstag, also fast eine ganze Woche in Gebrauch gehabt und ich habe sie wirklich viel benutzt und will euch heute mal erzählen, was ich von den neuesten Apple In-Ear-Kopfhörern so halte. Und eins sage ich euch gleich, ich spreche nicht darüber, ob das jetzt Pro ist oder nicht. Ich sage euch einfach nur, ob die gut sind oder nicht und ob sie meiner Meinung nach ja den Preis wert sind, auch den Aufpreis im Vergleich hier zu den älteren Apple AirPods. Also legen wir direkt mal los und zwar mit dem Case. Und das Ding ist ja ein bisschen größer geworden. Es ist aber nicht so viel, etwa 15% im Vergleich zum Vorgängermodell und für mich völlig problemlos. Das Case ist immer noch so schön klein und kompakt, dass ich das problemlos bei mir in die Hosentasche, in die Jackentasche reinbekomme, ohne dass mich das Case in irgendeiner Form stört. Also von der Schiene her alles gut, wie gehabt, schönes Case. Und wir können ja auch noch kabellos aufladen, Wireless Charging. Ich habe das hier bei meiner ersten Generation der AirPods ja nicht gehabt und dachte, oh, Gimmick, stecke ich ein Kabel unten rein und es lädt auf. Und so ist es eigentlich auch. Es ist ein Gimmick, aber dennoch, wenn man es hat und man kann dann einfach hier das Case auf die Ladestation drauflegen, muss hier nichts einstecken und nimmt es einfach wieder runter. Das ist schon nett. Also ich muss sagen, das ist schon nett. Gefällt mir. Es ist aber nicht unbedingt notwendig, aber positiv doch, dass es hier eingebaut wurde. Dann hatte ich beim Unboxing ja gesagt, ach, die sind ein bisschen fummelig hier rauszunehmen. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Man muss einfach nur wissen, wie es funktioniert. Also einfach öffnen und hinten dran greifen und rausholen. So ist die Technik, die man hier anwenden sollte. Also reingreifen, flupp, und dann hat man die direkt in der Hand. Klappt ganz wunderbar. Man muss sich nur ein bisschen dran gewöhnen. Aber das geht super einfach. Also nicht anfangen hier jetzt irgendwie so und, ah nee, dann geht's nicht. Einfach hinten dran greifen, schwupps, und dann hat man sie draußen. Klappt prima, klappt ganz hervorragend. Auch das Reinlegen, ja, man muss ein bisschen mehr drauf achten wie bei den alten. Also wenn man es einfach so reinschiebt, dann bleiben die hier gerne mal hängen. Aber da muss man sich einfach ein bisschen eingrooven. Ich sag mal insgesamt, wenn man weiß, wie man es macht, funktioniert das prima. Case an für sich klappt auch wunderbar mit Öffnen, Schließen. Klackt immer noch schön. Alles prima von der Schiene her. Und damit hätten wir das Case dann auch schon mal abgehakt. Ich nehme die AirPods raus und wir sprechen mal über den Komfort, über den Tragekomfort hier der AirPods Pro. Und der ist bei mir zumindest richtig hoch. Also ich kann die super auch gerne mal eine Stunde, zwei im Ohr drin lassen. Und die drücken nicht, die tun nicht weh, die dichten gut meinen Ohrkanal ab. Und sehr, sehr komfortabel. Ich fasse mich ganz kurz, die sind echt komfortabel und die werden mehr Leuten passen als die alten AirPods, da die doch eine etwas speziellere Form hatten, ja, die nicht in jedes Ohr gut reingepasst haben. Und ich denke mal, hier haben ja bestimmt 90-95% der Menschen kein Problem, dass das hier irgendwie unangenehm im Ohr sitzt. Sie haben die Form gut gewählt. Das habt ihr gut gemacht, Apple. Also echt komfortabel, gar kein Thema. Dann nochmal die Bedienung. Tja, wenn die schon mal im Ohr drinstecken, haben wir ja hier diese neue Punch-Bedienung, also wo man was zusammendrückt hier für Play, für Pause, um das Noise-Canceling einzuschalten, auszuschalten, Transparenzmodus einzuschalten, mit Siri zu sprechen, wobei man auch hier einfach durch das Aktivierungswort, hey, direkt mit Siri sprechen kann. Aber man kann es eben auch so einstellen, dass man hier durch einen längeren Druck oder so dann den Sprachassistenten aktiviert. Und das ist genial. Also das ist wirklich mal ein super Feature, hätte ich gar nicht so gedacht. Das funktioniert dermaßen gut, Freunde. Ihr greift euch ans Ohr, man landet automatisch hier auf der kleinen Vertiefung, man drückt rein, man hört einen kleinen Klick und die Bedienung, die ist super. Also Apple, eine genial einfache Lösung einfach für diese In-Ears. Kein komisches Rumwischen auf irgendwelchen Touchflächen, kein Klopfen, was einem im Ohr stört. Das hier ist die bisher beste Bedienmethode, die ich je bei In-Ear-Kopfhörern gesehen habe. Punkt. Mehr sage ich dazu nicht. Finde ich richtig gut. Wobei das auch noch nicht perfekt ist. Also es gibt hier noch, ja, ich will mal sagen Bugs, aber das kann sich alles durch Software-Updates lösen lassen. Denn ich hatte schon mal gehabt, da bin ich rumgelaufen, habe hier was gehört und bin dann in den Transparent-Modus gewechselt. Also den Transparenz-Modus, so heißt der richtig, damit ich meine Umgebung höre. Und wie ich in den gewechselt bin, hatte ich plötzlich nur noch Monosound, also nur noch ein Lautsprecher, ein Kopfhörer-Lautsprecher hier, der den Ton abgespielt hat und der andere gar nichts mehr. Also der hat sich auf stumm geschaltet.
geschaltet. Und wie ich dann wieder in den Noise-Canceling-Modus gewechselt habe, da waren sie wieder beide am Start, wieder in den Transparenzmodus und nur noch einer war da. Also es gibt schon noch Bugs, die Apple hier noch ein bisschen ausbügeln muss, aber das geht mit einem Firmware-Update, denke ich, völlig problemlos. Und den Fall habe ich auch jetzt in dieser Woche, in dieser knappen Woche nur einmal gehabt, aber ich will alles hier erwähnen, denn es ist nicht der einzigste Bug. Ich zeige euch gleich noch einen anderen. Sprechen wir kurz über die Akkulaufzeit, soweit ich das sagen kann. Also sehr, sehr ähnlich hier inklusive Case zu den alten AirPods. Ja, sie sagen eine halbe Stunde kürzer, also 4,5 Stunden Akkulaufzeit mit Active Noise Cancelling oder Transparenzmodus aktiviert. Oder wenn man dann das Ganze ausschaltet, dann ja wieder 4 Stunden hier allein von den Kopfhörern. Und dann kann man nochmal hier mit dem Case, nee, nicht mit dem, mit dem Case dann das Ganze aufladen, dass man wieder auf 24 Stunden kommt. Ja, würde ich so unterschreiben, zumindest am Anfang, denn die Akkulaufzeit, ja, die wird sich zumindest hier bei den Kopfhörern leider erfahrungsgemäß dann doch verringern. Ich hoffe, die halten sich besser als hier meine alten AirPods. Aber so nach 1,5, 2 Jahren merkt man da schon einen Unterschied. Aber bis dato alles gut. Auch die automatische Ohrerkennung funktioniert gut. Also wenn man das aktiviert hat und man nimmt sie aus dem Ohr raus und dann hört die Musik auf zu spielen. Alles gar kein Problem, klappt hervorragend. Kommen wir zum Sound und der ist im Vergleich zu den Vorgängern, also ich fand ja den Sound, ich fange mal so an, ich fand ja den Sound hier bei den normalen AirPods auch immer schon gut, war damit völlig zufrieden, habe ich mir gerne mit Musik angehört und alles andere auch, aber wenn ich die mal hier direkt vergleiche, wenn ich immer wieder hin und her geswitcht habe, boah, die klingen auf einmal gar nicht mehr so gut, die alten AirPods, denn die AirPods Pro haben einen deutlich besseren Klang. Ein sehr schönes Klangbild, gute Höhen, gute Mitten. Der Bass ist vor allem auch ein bisschen kräftiger geworden, wahrscheinlich auch durch die Abdichtung, weil das ja hier jetzt richtige In-Ears sind, die auch den Hörkanal abdichten. Also wesentlich besser, ganz kurz gesagt, für mich ein sehr, sehr guter Klang für In-Ear-Kopfhörer. Damit macht das Spaß, egal was man hört. Und oft ist es so, ich will einfach gar nichts hören und hätte gern hier Active Noise Cancelling. Deswegen habe ich mir die ja im Endeffekt gekauft. Ich habe ja so ein bisschen gehadert wegen dem Preis, dachte, sollst du nicht? Und dann habe ich gedacht, ach komm, scheiß der Hund drauf. Ich probiere es einfach mal aus, denn das Active Noise Cancelling, das hat mich gelockt. Und ich wurde nicht enttäuscht, Freunde. Das hat Apple sehr gut umgesetzt. Also für In-Ears sehr, sehr gut. Besseres Active Noise Cancelling hatte ich bisher nur in meinen Sony Over-Ear Kopfhörern, den 1000ern XM, schlag mich tot. Da geht es nochmal eine Stufe besser, aber das wurde hier sehr, sehr gut umgesetzt. Es ist so, ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Ich bin mit den AirPods hier viel rumgelaufen. Auch als es geregnet hat an der befahrenen Hauptstraße, an der stark befahrenen Hauptstraße. Und da war es halt, ihr kennt das ja, wenn die Autos da vorbeifahren, das ist alles ganz schön laut. Und dann mache ich das Noise Cancelling rein und also gefühlt 80% von dem Lärm, der so störend ist, war plötzlich weg. Ich habe zwar immer noch was gehört, ich habe immer noch gehört, wenn die Autos an mir vorbeigefahren sind, aber es hat sich so angehört, als wäre ich nicht direkt so 3 Meter neben dem Auto, sondern 30 Meter neben dem Auto. Ich hoffe, man kann das so verstehen. Also es war einfach angenehm. Es war angenehm still oder stiller mit dem Active Noise Cancelling. Und somit kann man eine ganze Menge ausblenden. Wir haben hier Bauarbeiten bei uns vorm Haus, wo den ganzen Tag der Bagger unterwegs ist und der brummert da rum und macht. Und wenn ich mir die Kopfhörer reinstecke, dann höre ich zuerst noch das Brummen, dann geht das Noise Cancelling an und wumm, wumm und weg. Das Brummen vom Bagger ist weg. Ich höre es nicht mehr. Genauso mit der Lüftung bei uns in der Küche oder im Badezimmer, wenn ihr ein innenliegendes Bad habt. Ihr habt eine Lüftung, die hört man ja dann die ganze Zeit surren, Kopfhörer rein und weg. Nix. Ich höre davon nichts mehr. Also es ist sehr, sehr angenehm. Auch gerade, ich sag mal, zum Musik hören natürlich. Man muss nicht ganz so laut machen. Aber noch wichtiger für mich, wenn ich hier Podcasts oder Hörbücher höre und laufe draußen rum, dann musste ich doch bei den alten AirPods ganz schön laut machen, damit ich dann auch den Lärm übertünchen konnte und ordentlich was verstanden habe hier von meinem Podcast. Und hier, ey, man braucht da nichts mehr großartig laut zu machen. Das Noise Cancelling verschafft euch so eine angenehme Ruhe, dass ihr auch auf einer angenehm niedrigen Lautstärke da noch alles bestens hören könnt. Und das ist ja auch besser fürs Gehör im Endeffekt. Ne? Höhere Lautstärken über längere Zeit sind nicht gut fürs Gehör, Freunde. Ich hatte mal einen zeitweiligen Tinnitus gehabt und kann euch sagen, das ist furchtbar, das will man nicht. Und wenn man sowas mal hatte, dann achtet man dann deutlich stärker drauf, dass das nie mehr passiert. Und dafür finde ich die Dinger hier einfach
super oder auch mal einfach so, um Ruhe zu haben. Ich war, wo ich unterwegs war draußen, bin durch die Stadt gelaufen, habe keine Lust auf Lärm gehabt, ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen, Kopfhörer rein, ich habe gar nichts gehört, einfach nur das Noise Cancelling eingeschaltet und es war einfach angenehmer. Es war einfach angenehmer. Also kurz gesagt, das Active Noise Cancelling sehr, sehr gut umgesetzt, Apple, da muss ich direkt mal umgreifen und euch einen Daumen hoch geben. Prima. Der Transparenzmodus, auch der ist sehr, sehr gut, denn wenn man mal doch was hören will oder ihr wollt euch unterhalten oder wollt was vom Verkehr mitbekommen, einfach hier gedrückt halten, der Transparenzmodus geht an und man hat fast, also nur fast, das Gefühl, man hätte gar keine Kopfhörer drin. Wenn ich jetzt hier mit einer Kapuze drüber gelaufen bin, dann habe ich hier immer so ein bisschen das Rubbeln gehört, wenn hier der Stoff auf die Außenmikrofone hier gekommen ist, aber gar kein Problem, Freunde. Hat echt prima funktioniert, also sehr schön der Transparenzmodus und es macht immer wieder Spaß umzuschalten zwischen Transparenz, Normal und Active Noise Cancelling. Man denkt jedes Mal, boah, ist das gut. Ah, und was auch noch gut ist, ich bin draußen rumgeflitzt und es war windig und ich hatte nichts über den Kopfhörern drüber, sondern die ganz normal im Ohr gehabt, ganz offen und ich hatte null Probleme mit Windgeräuschen. Manchmal gibt es das ja bei den Active Noise Cancelling Kopfhörern, wenn da der Wind in die Außenmikrofone reinkommt, dass es da zu Störungen, Pfeifen oder sonstigen Interferenzen kommt und nee, hat man hier nicht, das nur noch nebenbei. Außerdem gefällt mir ja besonders gut, dass hier der Steg, der Hals, dass der so schön kurz ist. Also man sieht jetzt nicht mehr aus wie so ein, ich sag jetzt mal ein bisschen übertrieben böse, wie so ein Honk, wenn einem hier der lange Stiel aus den Ohren hier rausragt, wie es bei den älteren AirPods war. Ich sag mal, so ein bisschen gestört hat mich das doch immer, wobei dann der Komfort und der gute Klang mich dafür entschädigt haben. Aber das Design, also ich finde es echt super. Also ein ganz, ganz tolles Design. Ich finde es unauffällig, es passt gut im Ohr, es steht nicht weit raus und ich fühle mich damit total wohl. Aber einmal habe ich mich nicht wohl gefühlt, Freunde, und zwar hatte ich da einen Bug gehabt. Also wie gesagt, die Software könnte noch hier und da ein kleines Update vertragen. Und es funktioniert ja so, wenn ich jetzt hier wissen will, ja, wie hoch ist denn meine Akkuladung, dann nehme ich mir so ein iPhone, klappt das Case nebendran auf, es poppt direkt auf und ich bekomme hier die schöne Anzeige. Meistens, in 99% der Fälle. Einmal, das war gestern, hatte ich diesen komischen Bug hier gehabt. Schaut euch das mal an. Ganz komisch, wie da alles hin und her gesprungen ist. Und ich konnte das aber nicht nochmal reproduzieren. Ich konnte zwar hier an dem Tag, wo das war, immer wieder auf und zu machen. Und jedes Mal war die Anzeige so komisch. Aber ansonsten war das hier nie der Fall. Also ihr seht schon, ich kann hier jedes Mal auf und zu klappen. Alles problemlos funktioniert und ich bekomme hier meine Akkustandsanzeigen geliefert. Aber einmal, ja, war das eben ein Bug. Da habe ich schon komisch geguckt. Vielleicht auch ein iOS 13 Bug. Kann ja sein. Gibt es ja auch genug von. Übrigens, man kann hier noch so einiges einstellen bei den Kopfhörern. Und ihr geht dann hier auf dieses i. Und dann kann man hier so einiges noch einstellen. Man kann zum einen die Geräuschkontrolle steuern, macht aber hier wenig Sinn. Man kann aber auch auswählen, das finde ich noch gut. Ja, was denn hier passieren soll, wenn man hier auf diese Taste drückt, auf der rechten oder linken Seite, da kann man eben einstellen, was genau gesteuert wird. Man kann einmal hier festlegen, dass Siri aktiviert wird oder dass eben die Geräuschunterdrückung dann kontrolliert wird damit. Und zwar kann man immer zwei Stufen auswählen. Entweder hier Active Noise Cancelling oder Transparenzmodus oder man kann auch wählen Transparenzmodus und alles ausgeschaltet oder Active Noise Cancelling und ausgeschaltet. Also tobt euch aus. Ihr könnt das auch ja entsprechend dann auf die Seiten legen, dass ihr sagt, so, wenn ich jetzt hier rechts drauf drücke, dann soll das Active Noise Cancelling angehen und wenn ich hier auf den linken Kopfhörer drücke oder umgekehrt, dann soll eben hier alles ausgeschaltet werden oder der Transparenzmodus aktiviert werden. Also da hat man, oder Siri eben, geht ja auch noch. Also da hat man schon mehrere Möglichkeiten, was man da machen kann. Ihr könnt auch die automatische Ohrerkennung, also dass erkannt wird, ob die Dinger am Ohr stecken oder nicht, kann man auch deaktivieren. Und ihr könnt hier auch das Mikrofon, das fand ich noch interessant, wählen, dass, wenn ihr damit telefoniert oder auch mit Siri sprecht, automatisch erkannt wird, welches Mikrofon, rechte Seite, linke Seite, denn jetzt das bessere ist. Oder ihr könnt einfach festlegen, dass immer die linke oder immer die rechte Seite als Mikrofon verwendet wird. Also da hat man schon einige Einstellmöglichkeiten. Und all diese Einstellmöglichkeiten hat man aber nur, wenn man ein iPhone hat oder ein iOS-Gerät, Freunde. Wenn ihr jetzt überlegt, Mensch, ich habe hier mein Android-Gerät und hätte aber auch gern hier die AirPods wegen dem guten Active Noise Cancelling, das könnt ihr gerne machen, aber diese Einstellungen könnt ihr dann nicht vornehmen. Aber auch wenn ihr ein Android-Gerät habt und ihr koppelt dann die Kopfhörer, die AirPods Pro,
dann könnt ihr ganz normal diese Steuerungen hier verwenden für das Umschalten zwischen Noise Cancelling, kein Noise Cancelling, Transparenzmodus, Play, Pause, Vorspringen, Zurückspringen. Das funktioniert alles. Also ihr könnt die AirPods Pro gerne verwenden, aber dann ohne diese, ich sag mal, kleinen Special Features oder diese tieferen Funktionen. Aber das Grundlegende, das funktioniert auch unter Android, falls sich der eine oder andere das Ganze hier gefragt hat. So, jetzt kommen wir nochmal zur Krux und das wäre ja der Preis. 279 Euro wurden hierfür auf meiner Kreditkarte belastet. Ja, bin ich jetzt damit zufrieden oder nicht? Oder hätte ich gesagt, Mensch, ich hätte doch einfach nur meine alten behalten können? Tja, die Antwort fällt mir jetzt relativ leicht. Ich bin froh, dass ich sie gekauft habe und will sie echt nicht mehr missen. Sie sind ein gutes Stück besser als die alten AirPods, wobei die natürlich auch immer noch gut sind. Und wenn ihr einfach nur ein paar leicht zu verbindende Kopfhörer haben wollt, ihr könnt leicht hin und her switchen zwischen euren verschiedenen Geräten, zwischen zum Beispiel hier der Apple Watch beim Training, dem iPhone, dem iPad, dem Mac, ja, dann machen die das hier total oder ihr legt keinen Wert darauf, besonders gut abgeschottet zu sein, dann sind die hier auch immer noch prima und ihr könnt dann gerne das Geld sparen und euch hier die zweite Generation der AirPods kaufen, klappt alles für euch, aber wenn ihr Active Noise Cancelling auf wirklichem Spitzenniveau haben wollt, also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt Spitzenniveau, dann kommt ihr an denen hier eigentlich nicht vorbei. Es gibt natürlich Alternativen von Sony, von Jabra und so weiter, die auch etwas günstiger sind, so 30, 40, 50 Euro günstiger, je nachdem. Aber wenn ihr ein iPhone habt oder im Apple-Kosmos lebt, bekommt ihr keine bessere Erfahrung als mit den AirPods. Das muss ich nochmal ganz deutlich sagen. Ich finde, der Preis ist ein bisschen zu teuer. Mir hat er doch wehgetan bei der Bestellung. Aber die Kopfhörer an für sich sind super. Und wenn der Preis erstmal vergessen ist, dann kann ich die jetzt nur noch genießen. Ich finde sie echt spitze. Tja, Freunde, und das wäre es gewesen, mein doch recht langes Fazit und Review, aber ich hoffe, ich habe euch alles so gegeben, was für euch auch interessant ist. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt die gerne in der Videobeschreibung unten in den Kommentaren. Ich gehe da gerne drauf ein, wenn ich euch weiterhelfen kann. Ansonsten bin ich hiermit sehr, sehr happy mit der Erfahrung, mit dem Noise Cancelling, mit dem Sound, mit allem drum und dran. Die kleinen Bugs habe ich euch gezeigt. Der Preis, ja, ein kleiner Schmerzpunkt für mich, aber ansonsten Apple, das habt ihr wirklich mal wieder gut gemacht. Prima. So, genug gequatscht. Ich werde euch die Kopfhörer auch hier unten verlinken. Bei Amazon natürlich. Nur wenn ihr die bei Apple selber kaufen könnt, dann geht gerne auf apple.com und kauft euch die dort. Aber bei Amazon kann man die demnächst auch käuflich erwerben. Und dann hoffe ich auch, dass die bald etwas rabattiert werden. Vielleicht schon am Black Friday. Wer weiß, Freunde. Auf jeden Fall, ich denke, man kann die bald in 1, 2, 3 Monaten so für 250 Euro bestimmt auch bekommen. Und wisst ihr, was man hiermit noch machen kann? Ihr könnt euch ein 400-Euro-Männchen basteln. Ihr braucht nur die AirPods Pro und die normalen AirPods. Et voilà, das Männchen ist fertig. So, Freunde, nicht ganz ernst gemeint, aber das wäre es dann jetzt wirklich gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder hier bei Me Apple Cat. Macht's gut!